keep it hush. Video, und zwar habe ich mir jetzt so in letzter Zeit überlegt, was könnte ich denn machen, und da ich ja sehr viel Viva spiele, habe ich mir gedacht, komm, fängst du hier Online-Saison, zeige ich euch so ein bisschen was, beziehungsweise so als kleines Projekt habe ich mir jetzt überlegt, mein Weg in die nächste Liga, so werde ich das Ganze nennen. Und ich starte jetzt in Liga 6, das ist, ja, ich hatte Liga 10 vielleicht schon, so als bevor ich angefangen habe mit dem Ganzen, hätte ich vielleicht schon aufnehmen können, okay. Aber egal. Ich bin jetzt aktuell Liga 6. Und natürlich will ich noch weiterkommen als Liga 6. Und ja, mal gucken, wie weit ich komme. Ich spiele mit der WSC die Aufstellung 4-3-3. Mit der bin ich relativ gut eingespielt. Und ja, dann dachte ich mir, fange ich jetzt damit an, mein Weg in die nächste Liga, und dann bisschen paar Name. ja. Uppala. Oh Gott. Ich schieße mit rechts. Er ist Linksfuß. Ey, Pech. Kinder auf dem Torwart. Nach dem Klassenerhalt in der letzten Saison wollen sie in dieser Runde natürlich mehr. Das wird nicht leicht. Liga so, 6 AC Mailand, aber jetzt sehen. Da die Einblendung. So will der AC Mailand heute also ins Spiel starten. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Oh, und so werden sie die Hertaner heute angehen. Oh, verdammt. Sie werden das Spiel heute breit machen wollen, denke ich, mit dem 4-3-3. Hallo. Oh, ist jetzt eng gespielt, das sollte eigentlich so gar nicht passieren. Kevin Prinz Boateng. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Da schön. Kommt der Schuss. Hallo. Oh, der war gut. Oh, der ist wirklich gut. Stark gemacht, das könnte was werden. Oh. Stocker! Eigentlich trifft er den. Ausgerechnet der Linksfuß steht da. Einige Meter am Tor vorbei. Rechtsfuß wäre mir da jetzt lieber gewesen. Schade. Honda. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Behrens. Hallo. Oh. Und weiter spielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Plattenhardt. Oh. So, das muss er erstmal stehen. GRG. Oh Gott, ich dachte, er kriegt den Vordere da. Aber komm schon. Wie der hin? Kevin Boateng. Honda. Hab ihn. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Und da holt er sich den Ball. Oh, wurde geblieben. Ey. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Schon sowas. Kalu. GRG. Stocker. Ah, sehr gut. Wohin jetzt? Die Frage. Und oh, ey. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Und jawohl. Oh, nee, doch nicht. Eigentlich kann der Coach aber so gut schießen. Ich probiere es einfach mal. Schade. Position und gefährlicher Versuch. Knapp vorbei, das wäre richtig eng geworden für den Keeper. Oh, den kriege ich nicht. Nee, der ist weg. Decidio. Montolivo.
Montolivo. Hast du. Ja. Gut, sehr schön. Ach man. Der war gut. Ah da. Galou. Wir den. Gute Flanke. Ach, das wird nicht gefährlich. Die Flanke war einfach nicht gut genug. Weiser. Danke. Oder? Warte noch. Jawohl. Jawohl. Latte, aber die Chance lebt. Jawohl. Klasse Tor. Ja, er macht ihn. Also ich bin gespielt. Das muss belohnt werden. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Zack. Und dafür ist er ja bekannt. Ein absoluter. Ja, aber durchgedrängelt da. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Weiser. So, das kann ich jetzt ein bisschen ruhig spielen. Ich habe ja erstmal ein Tor. Souverän, er hat den Ball. Oh. Menes. Ah. Hat er. Chiachi. Oh, der rennt da außen weiter. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Naja, egal. Decilio. Weiser. Oh, da kommt man nicht dran. Bonaventura. Oh, der. Aha. Mann. Freistoß. Trifft den Ball nicht. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Decilio. Bonaventura. Menes. Lachnard. Oh nee. Der Torwart mit dem Fehler. Der Ball geht ins Tor aus. Viel Glück gehabt. Abstoß. Ah, oh, es gibt's nicht. Ganz souverän hier vom Torhüter. Oh, ups. Gut gemacht, den Ball unter sich. Scheiße, was war das? Komischer Pass. Nein. So schnell konnte ich da nicht reagieren. Irgendwie passen. Kevin Prinz Boateng. Boateng! Schön. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Glück und der knallt den Spieler ab. Starke Flanke. Hat er. Aber wir rollen den immer so schwach. Warum haben die dann nicht mal richtig drauf? Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Ibišević. Boateng. 2 Minuten werden nachgespielt. Sehr schön. Galou. Komisch, aber echt gut mit links flanken und rechts gesetzt. Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Naja, also ich darf pfeifen. Gut, eine Chance. Ah, also. Kevin Prinz Boateng. Okay, jetzt kannst du pfeifen. Jetzt kannst du pfeifen. Da nimmt er ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Ich hab gesagt, er soll abpacken. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Dann können wir gespannt sein, was im Durchgang 2 noch passiert. Ein bisschen blöd gelaufen. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Naja, egal. Dann machen wir eben noch 1:2. Das ist auch nicht das Problem. Sehr so einfach. Durchgang 2 läuft. Und lauf.
Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Gefährliche Flanke. Er steht gut und hat den Ball. Jawohl. Jawohl. Oh, was ist denn das? Behrens. Krieg ich nicht. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Lauf. Lauf. Galou. Der Ball kommt gut. Jawohl. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die Kenner, das hat er schon aufgezeigt. Denkst du, oh, jetzt kommt ein richtig geiler Schuss. Einmal raus im Stadion. Da ist der Ball weg. Ah, die Flanke war gut. Das muss man sagen. Immerhin die Flanke war gut. Galou. Mit Abstoß geht's weiter. Chiachi. Ganz einfach an den Ball gekommen. Warum spielt er nicht da so links, rechts dran vorbei so ein bisschen? Warum muss er denn direkt auf den Spieler schießen? Menes. Verstehe ich nicht. Man da oder da nicht. Bekommt er Unterstützung. Und er schießt. Das ist ein schönes Eigentor gewesen. So nicht. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Galou. Weiser. Ebišević. Galou. Jetzt könnte es gefährlich werden. Plattenhardt. Galou. Das ist die Chance. Oh, der war schön. Behrens. Die Führung. Der Ball ist drin. Das Glück war mit dabei. Aber schön. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Oh, Sarkozy gibt jetzt auf. Dann wird es ein kurzes Video. Ah, Mann. Hat jetzt toll gemacht. Reicht. Ein glücklicher Abnehmer. Hier also nochmal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugend durch, kommt an den Ball und schon klingelt es im Kasten. Kuzka. Das könnte die Chance sein. Also, jetzt durch. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Oh, nimmt euch eigentlich so gegenseitig aus. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Er zieht ab. Tolle Aktion vom Torwart. Bonaventura. So eine hässliche Durchreaktion müsste eigentlich nicht belohnt werden. Ja. Das wurde selber zum Glück auch nicht. So richtig so. Galou. Verarscht. Oh, läuft keiner in der Mitte, mit dem ich anspielen kann. Ein gelungener Pass. Oder. Stocker. Ah. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Aber Eckball. Ecke und die Chance, die Führung kann ich? Nee, ich kann mein auszubauen. Ding nicht machen. Den zu blöd. Oder? Guck mal, wo. Ich krieg den nicht richtig unter Kontrolle im Grünball. Bonaventura. Jetzt muss ich mich wieder auf den Konter einstellen, das ist sich immer scheiße. Ah, meine Abwehr ist gut dabei. Ah, schade. Und da. Und weg. Oh, komm ich nicht dran. Galou. Oh, ist so gut. Ah, das war zu blöd. Dazwischen. Bisschen blöd. Kuzka. Jawohl, hat er noch. Nein, nicht passen, nicht passen. Ich sag dir doch nicht. Gute passen. Aktion vom Torhüter. Etwas später. Und Manu. Er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Decilio. Balotelli. Scherbrett. Oh, wir sehen hier gerade die Ballbesitzstatistik eingeblendet, Buschi.
Ja, ziemlich ausgeglichen und passt so im Großen. Der war gut. Und nun ein Schuss. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Honda. Honda. Schierbrett. Chiachi. Und läuft er. Oh, den Ball holt er sich wahrscheinlich vollkommen problemlos. Decilio. Habe ich. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Galou. Das war mir fast gedacht, dass es nicht geht. Aber das war zu spät. Ich habe schon die Taste gedrückt. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Ibišević. Ja, der ist linksfuß, der kommt vielleicht schon reinflanken, wenn einer mitlaufen würde. Erstmal umdrehen. Danke. Schöne Flanke. Schieber. Schade. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt es Eckball. Gute Möglichkeit also. Oh, der steht so weit weg. Macht er ihn! Er weiß natürlich auch, was hier auf dem Spiel steht. Vielleicht auch deshalb kein guter Abend. Ich weiß nicht, ob jetzt Zeit gewesen wäre, um den Scheißball anzunehmen. Dann denkst du einen Moment zu lange nach und schon ist es passiert. Sehr gut, weiter. Das Spiel ist gleich vorbei, aber der Freistoß wird natürlich noch ausgeführt. Zeit, ey. Oh komm, sollte. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber keine Gefahr. Probieren kann man es ja mal. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Abate. Ah, schade. Ja, vorbei. Nicht gut. Hab ich. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Ibišević. Das war gut. Oh, das reicht aber. Umläufer mit. Kalou! Er geht volles Risiko. Aber schade. Kein Tor. Gute Möglichkeit. Auch super eingeleitet mit dem Pass. 2 Minuten. Ich muss den Ball nur irgendwie mal vorstellen. Nein. 2 Minuten lang. Das kann nicht so schwer sein. Chiachi. Schierbrett. Motor gespielt. Gefährliche Flanke. Auf den zweiten. Jawohl. Erstes Spiel. Gleich mal gewonnen. Fängt schon gut an. Der Freistoß nochmal. Ah, man sieht nicht, wie knapp das war. Egal. Ja, die Statistik, da die Gesamtheit, müssen wir uns jetzt nicht angucken. Die ist unwichtig. Egal. Ja, mein Weg in die nächste Liga, das war die erste Folge. Lief schon mal soweit ganz gut. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, mein Weg in die nächste Liga. Oder vielleicht sogar bei einem Pro-Club-Video. Das kann durchaus auch passieren. Da bin ich jetzt auch dabei. Da Videos zu machen, beziehungsweise aufzunehmen. Kann durchaus sein, dass ich dann ein Video pro Woche mit meinem Weg in die nächste Liga mache und ein Pro-Club-Video. Nach 2 Videos die Woche. Ja. Das wird wahrscheinlich dann durchaus passieren. Wann ich was hochlade in der Woche, das weiß ich noch nicht. Aber das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Erstmal ist die Freunde dann. Beziehungsweise seht ihr jetzt schon. Na gut.